Hey Leute, herzlich willkommen bei A.T. Zimmermann. Ja, heute haben wir hier auf der Hebebühne ein Tesla Model 3 SR Plus Made in America. Das heißt, der hat den leichten Lithium-Ionen-Akku. Und Tesla hat sich hier gedacht, ja, wenn er so wenig wiegt, dann braucht er ja gar keinen Heckstabilisator. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist ein Stabilisator? Ein Stabilisator ist dieses Bauteil hier. Und zwar verbindet der die linke Federung mit der rechten. Gibt es an der Vorderachse, haben sie immer ein Stabi, an der Hinterachse eben in dem Fall nicht. Warum hat Tesla das weggelassen? Ja, ganz einfach, in Amerika wird halt bloß geradeaus gefahren und 90 Grad links, 90 Grad rechts, da schaut das Straßenmuster vom Satellitenbild aus gesehen eher aus wie ein Schachbrett. Und deswegen ist es natürlich nicht optimal. Wir haben hier German Autobahn, Geschwindigkeit unlimited. Wir können 200 oder 300 oder 400 km/h fahren. Fährt der jetzt nicht, aber 200 schafft er auch. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel die Hinterachse durch ein Bremsmanöver entlaste, muss gleichzeitig noch ein Ausweichmanöver oder eine Kurve machen und noch eine Bodenwelle, dann wird der mit dem Hintern richtig krass instabil. Und das liegt unter anderem an dem weggelassenen Stabi. Kunden, die zum Beispiel den alten Model S 85 oder P 85 kennen, die werden das vielleicht noch kennen. Es gab damals von Tesla ein sogenanntes Autobahn-Upgrade. Warum gab es das überhaupt? Ja, ganz einfach, Elon Musk ist höchstpersönlich mal German Autobahn gefahren und hat festgestellt, das Fahrverhalten ist ja grottenscheiße. Ja, und dann gab es zwei Tage später oder ein paar Tage später gab es ein Autobahn-Upgrade und das hat beinhaltet längere Integrallenker für die Hinterachse beim Model S und eben einen Heckstabilisator. Und die Kunden waren hellauf begeistert, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und diesen Unterschied wie Tag und Nacht, den bauen wir jetzt heute ein. Hier sehen wir den Heckstabi so, wie er später dann eingebaut wird mit den Koppelstangen. Und grundsätzlich die Frage, was macht denn ein Stabilisator? Wir sehen, wenn wir uns das Auto hier anschauen, hier haben wir die Haltebügel und hier haben wir die passenden Muttern dazu, angeschweißte Muttern. Und für die Koppelstangen haben wir hier ein passendes Loch. Es wurde einfach letzten Endes weggelassen. Und das heißt, was soll der Stabi grundsätzlich bewirken? Ich nehme jetzt mal hier die Auftragsmappe. Der Stabi soll beim Kurvenfahren die Wankneigung oder auch Rollneigung genannt unterdrücken. Das ist quasi einfach nur Federstahl und der will sich natürlich ungern hin und her biegen. Und der unterdrückt eben dann die Rollneigung und wenn ich den dann einbaue, dann wankt der nicht so stark. Das heißt, ich wäre nicht so leicht seekrank. Dann würde ich sagen, bauen wir ein. Vier Schrauben und dann ist der Stabi selber schon mal drin. Die Wirkung ist so groß bei diesem kleinen Arbeitsschritt? Ziemlich groß. Also bei dem jetzt doppelt so groß, weil wir bauen gleich nämlich den dickeren Heckstabi vom Dual-Motor ein. Es ist ja ein SR Plus. Es ist quasi wie wenn ich einen Sportstabilisator nachrüste. Die dann keine so weiche Kennlinie haben, sondern eine etwas festere. Die sind dann meistens hier noch verstellbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Loch hier machen würde, dann würde der sich ja mehr beim pro Zentimeter Federweg verdrehen, wie wenn ich den Heckstabi, den Hebel lang lasse. Also so kann ich nochmal zusätzlich, theoretisch, würde ich hier jetzt einfach nochmal ein zusätzliches Loch bohren, würde ich den Stabi noch steifer machen. Also das könnte man machen, ist aber so natürlich nicht erlaubt. Der Stabi ist so als ganzes Bauteil nur Original Tesla so erlaubt. Dann drehen wir den mal fest. Also deutsche Autos haben ja eigentlich immer einen Heckstabi, einen gesonderten. Die machen natürlich auch die Probefahrten auf German Autobahnen im Hochgeschwindigkeitsbereich. Tesla nicht. Und andere Amis? Kann auch passieren. Also, ich war einmal über Wochenende, über Silvester in Florida und da haben wir uns einen Ford Mustang mit einem V6-Motor ausgeliehen und ich sag's dir, das war eine Eierschaukel, also da bist echt seekrank geworden. Mit der Automatik, wenn du nur immer so ein bisschen Gas gegeben hast und dann wieder runtergegangen bist,
Das war von 14 auf 15, glaube ich, oder von 13 auf 14. Das war ein Lowrider. Also ohne Scheiß, die Federung war so dermaßen weich und also du hast wirklich gedacht, das Ding ist kein Ford Mustang. Also, und das Ding hatte dann trotzdem irgendwo 250 PS oder so. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, da wirst du seekrank in dem Teil. Welches Auto kennst du noch, das keinen Stabi hat? In dem Preissegment und der Motorisierung? Also, ehrlich gesagt, kein Auto, selbst ein Ami, der in der EU zugelassen ist, ich kenne keins. Nur die einigen wenigen Tesla Model S und die Model 3 SR Plus, wenn sie aus Amerika sind. Also muss ich wirklich sagen, dass, also, warum man da an einem wahrscheinlich 30 Euro EK-Preisteil spart, erschließt sich mir nicht. Ist ja auch nicht ungefährlich. Ich meine, wenn der Kunde bei 200 km/h oder auch bei 150 km/h, wenn der Kurvenradius kleiner wird, ist ja die Fliehkraft wieder gleich. Und also ich kann es wirklich nicht verstehen. Mir fehlen da wirklich eigentlich die Worte als Fahrwerksprofi. Nee, wirklich nicht. Finde ich echt gefährlich, was Tesla da macht. Jetzt kommen die Koppelstangen. Da muss man aufpassen, da gibt es linke und rechte. Da muss ich jetzt erstmal schauen, wie die verbaut sind. Aber ich glaube, so sind wir schon richtig. Na, komm. Das war's dann schon. Das war's schon. Die vier Schrauben jetzt von der Koppelstange festmachen und fertig. Also es sind insgesamt 8 Schrauben. 10 Minuten Arbeit und ich habe schon viel, nicht mal, ja. Gut, du musst noch rechnen, Underbody Shield muss noch weg. Das haben wir jetzt natürlich in Bezug auf der anderen Reparatur, wegen der anderen Reparatur natürlich auch schon gemacht. Aber im Prinzip war es das. Ich sage jetzt einmal, für jeden Ungeübten, der es noch nie gemacht hat, der braucht eine halbe Stunde. Mit auf, abbocken. Also eine halbe Stunde Zusatzarbeit und ihr habt ein viel besseres und stabileres Fahrverhalten. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Jetzt machen wir noch die Koppelstangen fest und dann war es das. So, beide Seiten fest. Wunderbar. Wir haben eine viel, viel stabilere Hinterachse. Würde ich jetzt Prozente angeben, würde ich sagen, also die Hinterachse wird locker mal um 20% stabiler. Das ist bei dem kleinen Arbeitsaufwand. Ja. Das lohnt sich ja richtig. Ja, wenn du jetzt rechnest, der Stabi haben wir auf Lager. Das ist jetzt auch in dem Fall ein Gebrauchteil, weil ich meine, das kannst du ganz leicht feststellen, ob der verbogen ist oder nicht. Der Stabi bist du irgendwo bei 100, vielleicht 200 Euro und die Koppelstangen jeweils ein Fuffi und kannst du für maximal 300 Euro hast du 20% stabileres Heck. Am stabilsten wird es mit einer Achsvermessung, aber das ist jetzt zum Beispiel irrelevant für eine Achsvermessung. Das heißt, hier kann ich auch wirklich hergehen, ohne jegliche Nachrüstung oder irgendwelche Folgeaufträge, die ich vergeben muss an irgendeine Werkstatt, kann ich das einfach selber machen. Das ist überhaupt kein Problem. 8 Schrauben, halbe Stunde Arbeit insgesamt, ein gutes. Und wo kriegt man die Teile her? Betriebsgeheimnis. Okay.